It's time! Wir müssen gehen. Wir stellen uns dem Alien. Hier auf der Oberwelt ist der ominöse Knopf. Und können wir den kaputt machen? Ja. Dann drück mal drauf und schau, was passiert, Astro. Unser Raumschiff, unsere Playstation, scheint wieder gut in Schuss zu sein. Alles, was fehlt, ist die CPU. Gehen wir jetzt zusammen hin. Aber voll Karacho. Mal sehen, was da noch passieren wird. Im letzten Part haben wir die verlorene Galaxie komplettiert. Mit Bonus und Zusatzlevel. So, neue Story. Mehr oder weniger. Lustig, wie man da die ganzen Hauptbots sieht. Hier, God of War, Ape Escape. Boah, die launchen auf ihren Playstations. Ist ja der Wahnsinn. Was ist das denn? Alle PS3 Slim, ein Zapper, ich sehe alle Controller. Los geht's. Spiel, Trupp, Angriff. Rising Blue Lightning Thunder Force 5 von Sega. Aha. Kann ich auch irgendwie hoch runter? Sehe ich nicht. Guck mal, da ist noch ein Puzzleteil. Also, ich habe mich schon gefragt, was es im Finale dann im Endeffekt gibt. Kann aber wirklich nur den Controller nach links und rechts lenken. Ehrlich gesagt hatte ich mit sowas schon viel mehr gerechnet. Wenn ihr euch nochmal meine Reaction anschaut auf die State of Play, wo Astro Bot, also dieses Spiel, zum ersten Mal vorgestellt wurde. Alter, mit euch zusammen. PS1 Power. Da habe ich gesagt, oh, es ist jetzt nur so ein Rennspiel vom Controller aus. Weil er so lange geflogen ist, bis man das Level erreicht hat. Ich versuche den auszuweichen, so gut es geht. Das scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. PS1 hat halt immer noch drauf. Da spiele ich gerne meine Oddworlds. Let's go. Und die PS2, ja, die habe ich mir auch gekauft, um Oddworld zu spielen. Die PS1 nicht mehr gegen. True Story. Aber da habe ich mir noch ein paar Sonic-Spiele und Dragon Ball und so weiter für PS2 gekauft. Viele Multiplattform-Titel habe ich mir natürlich für GameCube und Xbox erworben. Ich war eigentlich krass. Am Ende des Tages hatte ich alle Generationen. Alle Konsolen dieser Generation, das wollte ich sagen. Ich bin hoch beschäftigt. Hier ist auch noch ein Puzzleteil gewesen. Ich habe auch nicht gezeigt, ob mir eins fehlt oder so. Aber ich hoffe, es ist keins zu übersehen so leicht. Ja, da hilft Ratchet. Mein Gott. Kann von Glück reden, dass die Bewegungssteuerung der PS5 so gut funktioniert. Also mit der Wii-Mode hätte ich das hier nicht so präzise hinbekommen. So, die wollten das noch fixen, aber kein Ding. Das war die Power hier mit Sly und so weiter. Das war PS2 Power. Ich sehe schon, wir gehen sie jetzt alle durch. Killen halte ich für eine gute Sache. Uns fehlten, glaube ich, nur noch 5 Puzzleteile. Wenn wir die jetzt alle bekommen, das wäre natürlich stabil. Guck mal, PSP noch mit am Start, am Stissel. Mit Loco Roco. Genau, das ist der Repräsentant für die PSP. Ja, die hätte ich, wenn ich ein PSP gehabt hätte, dann hätte ich mir Sonic Rivals gekauft. Was aber auch nicht so krass sein soll. Kommen wir also zum PS3-Zeitalter, da ist das gute Stück. Mann, war die teuer. Niemals kam die Xbox der PlayStation näher an die auf die Fersen als zur Zeitalter der PS3. Aus gutem. Aus gutem Recht, aus gutem Grunde. Die Xbox 360 war die beste Xbox. Und die PS3 vermutlich die schlechteste PlayStation. Kurz Angst, ne? Weil irgendwie schießt oder so. Ah, schlecht ist relativ, ne? Aber ich mag es aber, dass Sony trotzdem zu all ihren Produkten steht. Außer die PlayStation X, die gab es auch noch. Voller Flop.
fällt aber gerade auf, ich wurde getroffen. Ich habe mir schon gedacht, so, schade, aber es macht nichts aus. Und ich sehe auch keine Energieleiste. Damit die PS Vita. Quasi die PSP 2. Ich war... ja, soll einen sehr guten Bildschirm haben. Aber ich kenne kein einziges Spiel, wenn ich ehrlich bin. Außer irgendwelche Nachfolger, irgendwelche Mini-Versoftung. Da sind sie. Auf unserer geilen PS4, I guess. Ja. Die ist geil. PS4 begrüße ich sehr. Endlich ein besserer Controller. Deutlich größerer Controller in der Hand gewesen. Da ist noch ein Puzzleteil. Oh, jetzt bin ich gestorben. Aber ich muss nicht alles nochmal machen, sondern den PS4-Bereich von neu beginnen. Ja. PS4, wirklich sehr viel drauf gespielt irgendwie. Und die habe ich ins Herz geschlossen. Wahrscheinlich sogar gemessen an der jeweiligen Zeit meine Lieblings-Playstation. Denn, ja, ich brauche sie heute nicht mehr. Eine PS5 macht es obsolet. Aber für damals fand ich es geil, ne? Und dann Spiele wie Detroit drauf oder Until Dawn. Er gibt auf, aber er faked nur, war mir auch schon klar. Das Alien ist grün, wie eine Xbox. Das UFO schimmert rot, wie Nintendo. Du, ich habe Energie. Ich habe zwei Herzen. Das ist unmöglich. Da kommt noch ein Kampf. Aber klar, Weltraumschurke Nebulax. Was ist das denn? Der würfelt meine, oder er dreht meine Fähigkeit. Ich bekomme den Affen. Nur was er bringen soll. Ansonsten ist es Alien ein ziemlich generischer Gegner, möchte ich sagen. So, Vorsicht. Ich werfe immer nur eins, ist in Ordnung. Oder muss man zwei? Erstmal. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Treffer war. Also, ob es der Treffer war oder wirklich die Kombination aus beiden nötig war. Wo man noch so ein blaues Auge bekommen ist, ja der Wahnsinn. Okay, wahrscheinlich müssen wir eh jeden abklappern. Loco Roco hilft uns. Um unseren Hundi. Rudi. Mit dem Arsch. Er hat ein Laserschwert. Er wird unsere PS5 kaputt hacken. Hat wirklich eine Energie abgezogen. Schade. Ich weiß leider im Moment nicht, was am besten tun. Das wäre es gewesen. Jetzt habe ich meine Energie. Das wird nicht mehr klappen, glaube ich. Wenn ich Fehler mehr machen darf und was nicht passiert. Und das ist ein ziemlich langer Kampf. Machen wir gerne nochmal von vorne. Jetzt weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Aber vielleicht dreht sich das ja jetzt in einer anderen Reihenfolge wieder. Deswegen. Let's go! Nebulax heißt er. Machen wir doch da weiter, wo wir aufgehört haben. Das hast du rausgesucht, ne? Man kann damit relativ gut dodgen. Das stelle ich mir ungemütlich vor, wenn das so... in der PS5 stecken bleibt. Ratze und weg. Die CPU freut sich einfach schon so richtig. Schelmig. Wo ist mein Hundi überhaupt hin? Wo sind die Fähigkeiten jetzt? Als nächstes Tod und Verderben. Wunderbar. Gegner-Spam nehme ich an. Mal so sagen. Wenn das alles war.
Oder ist einfach nur eine Niete? Na gut. Kratos! Den Affen! Ja, kennen wir bereits. Bloß nicht runterfallen. Okay, es ist aber immer nicht sofort der Sieg, wenn man... ...runtereiert. Okay. Die Ketten werden gesprengt! Ich bin ein bisschen angespannt, ich will es ja nicht, ne? Ich will es ja nicht versauen, ich streng mich an. So, wie ist das? Also, noch den Frosch und den Magnet. Nathan Drake hilft uns! Und wir machen eine Niete. Oh nee, die sind aber wirklich belästigend. Was heißt, es gibt welche, die davon schneller hüpfen und gezielter. Das ist natürlich die lame Variante. Na, guck da, da macht der Luki Luki. Da macht der Auge. Loco Roco gibt uns den Frosch. Da können wir Bock. Was soll das denn jetzt werden? Ich habe doch dafür entschieden, dass ich einen Magnet bekomme. Ja, was soll das dann mit dem Rohr? Also ah, ja, ich sehe. Alles her damit. Das war's auch schon. Nicht der Rede wert, los geht's. Mit voller Energie? Fehlt noch eins? Nee, ne? Hätte es noch eine andere Phase geben können? Das ist die Frage. Ich brauche nicht zu früh jubeln. Aber sieht doch gut aus. Das Alien scheint besiegt. Habe ich Sackboy noch gesehen? Das wird kein richtiger Kampf mehr sein, nehme ich. Oh Gott, ja. Und die Power. Und Dreieck, Viereck, boah, guck mal die Lampe. Haut mal alles raus, was er hatte. Glocken, die Vögel, ja, hier, andere Glocken. Beschützen unser Volk. Sparschwein-Gegner. Knappe Kiste und jetzt drauf da. Die Titanic. Was kann die denn jetzt schon wieder dafür? Was sie da, wo du sie gefunden hast? Oh, sie helfen uns alle. Teamwork like Oddworld. Er wird sich opfern, ne? Aber der kommt zurück. Der wird jetzt super tragisch und so. Oh nein, wie sie alle trauern. Euer Retter, ne? Und da kommen so die Credits. Warum? Komischen Unterton. Astrobot presented by Team Asobi. Macht er nicht den Shadow the Hedgehog Move? Was hat er für euch getan?
Aber ihr kriegt den schon wieder zusammengeflickt. So, lass mal sehen hier. Ja gut, schon ziemlich, ne? Ja, sonst wäre der ganz schön kaputt. Hast einen Arm gefunden? Den nehme ich, danke. Ich schätze, der kommt da dran. So, okay. Schön, dass der Arm auch direkt glänzt und der ganze Rest nicht. Dann jetzt eventuell ein bisschen schütteln. Hallo? Nein. Der andere Arm geht kaputt. Es wird alles ausgetauscht, Stück für Stück. Frag mich zwar, wo kriegt ihr die ganze die Arme her, aber wenn ihr noch ein paar über habt, immer her damit. Ja, dann hol die Beine, wa? Die werden sich alle freuen. Kriegen wir halt wieder gewuppt. So, zack, bum, peng. Der Kopf, der Körper, machen wir da noch was, oder? Ein Herz. Ein extra Leben. Oh, er kriegt ein neues Herz. Bisschen eklig, da reinzufassen, aber... Good as new. Aber er hat alles vergessen. Kennt ihr das bei Wall-E? Dem Disney-Film ist ja traurig. Dass er dann resettet wird und hat alles vergessen. So. Bei Astrobot ist es nicht, ne? Astrobot ist nicht so... tiefgehend wie Disney. Wäre doch gelacht gewesen, hier die Credits auch so tragisch zu bekommen. Da stehen sie alle Spalier. Danke, Leute. Ich freue mich. Da haben wir Ulala, den haben wir zuletzt gerettet. Da haben wir Klonoa und Octodad neben dem Affen. So viele bekannte Gesichter und die Rennfahrer. Abe, mein gutes Sir. Dankeschön, dass du mir geholfen hast. Parappa the Rapper. Crash Bandicoot. Okay, komm. Juhu, Game Design. Auch die Credits ein bisschen kreativer als zunächst befürchtet. Hast mich dran gekriegt. Ich dachte, ich muss jetzt die Credits ganz lame ertragen. Ich schaffe es auch hier zu sterben. Ich wollte dies machen. Bringt nur nichts. Okay. Ich dachte, ich muss die Credits jetzt so, ne, mit den weinenden Bots verbringen. Aber stattdessen düse ich hier über die Memory Cards und hab nur Spaß in den Backen. Schätze, wir sind noch nicht fertig. Schätze, da kommt noch was. Die 100% holen. Soll auch noch einen schweren letzten Level geben. Und ich bin erleichtert gewesen, dass es nicht der aus der verlorenen Welt war. Hatten. Eine letzte Zugabe hieß der, den haben wir im letzten Part. Dementsprechend haben wir noch was vor der Brust. Das hier lässt ganz gut Revue passieren, was wir schon bisher alles so erlebt haben. Da gibt es nochmal ein paar Verwandlungen und so. Und ja, das ist für uns noch relativ frisch. Aber ich denke, auch wenn wir uns in Zukunft an das Spiel Astrobot zurückerinnern werden, werden wir nur Positives zu berichten haben. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie uns erinnern können an irgendwas Schlechtes oder an Bugs oder... Das Spiel hat ja auch eine grundpositive Einstellung, das ist immer förderlich. Immer wird nur gelacht und nie geweint, außer im heutigen Part. Aber das bisschen Dramatik wollten die sich dann auch nicht nehmen lassen. Guck mal, das ist zum Beispiel schön hier. Den Chaos Control Zeit anhalten. Ja, viele generische Level-Settings. Und auch Sachen, die man in der Videospielindustrie schon mal gesehen hat, wie ein Casino oder all das. Trotzdem, die Mischung macht's und... Kimozobi ist Geld wert. Gold, wollte ich sagen. Ist Gold wert. Bin auf die Verkaufszahlen gespannt. Ich habe zwar gehört, dass die Verkaufszahlen der PlayStation 5 jetzt nicht spürbar gestiegen sein soll.
Aber dafür ist auch die PS5 jetzt schon, ne, durchaus verbreitet. Ja, gibt es auch schon über Dutzende Millionen Male in den Haushalten weltweit. Aber das ist der Affe. Wenn ich das Level nicht gemacht hätte im letzten Part, dann hätten wir den hier doch gar nicht. Dann würde man sich hier wundern, was ist das für ein Affe? Und ich denke auch, der Umfang geht in Ordnung. Wirklich, ich betone es gern nochmal. Ich dachte, nach Astros Playroom, ich ertrage das doch gar nicht, ein Spiel mit dieser Intensität so lange am Stück durchzuzocken. Aber doch, Astrobot hat es geschafft, dass man Bock hat und immer neue Level damit erlebt. Ich werde auch in den Credits erwähnt. Seht ihr das? Herrlich. Ich bin ja hier, Schweinebacke. Ah, gern doch. Also, volle Empfehlung. Ist auch gut, dass PlayStation auch ein kinderfreundliches Jump'n'Run hat von höchster Qualitätsstufe. Das haben die tatsächlich gebraucht. Und jetzt gibt's die Credits nochmal richtig. Ich dachte mir schon, das müssen noch viel, viel mehr sein. Hier ist ein Bupi, Volti, Kakaboom. Weißt du, ob man die skippen will, die Credits? Also die vielen Namen tun ja auch relativ schnell vorbei scrollen. Also ich glaube, die 2 Minuten können wir uns gönnen. Buggy Bunny. Also der Hase heißt nicht Bugs Bunny, sondern Buggy Bunny, ne? Witzig. Jump Kindle, Router und Trip Trap. So wie die Gegner am Ende nochmal aufgelistet werden, erinnert mich das an Mario World, um ehrlich zu sein. Der Bolter war nicht das Problem. Vino, Wormy, Voxo. Round Bones, Shockrock, Vulture. Bisschen zu schnell, ne? Tatsächlich. Auch hier im Uncharted-Dschungel wird gerne gezockt. Missile Toad und Doskoi. Alter, der Dance. Ja, kann er auch. Er hat die Moves. Pigu, Fanto, Mastro, Squash und Igni. IP Preservation. Piranha, Squirty, Jelly Cool, Snaptrap. Das Octodad. Cool. Fugu, Trampoline, Dexter, Sukub. Ich meine, gut, wir haben jetzt viele PlayStation-exklusive-Charakter. Ich meine, Katamari. Ja, heutzutage kommt ja alles für alle Systeme raus, ne? Minimon, Kopling, Mini-Leon, Pieper. Heutzutage kommt ja alles für alle Systeme raus. Also auch ein Katamari, was früher PS2-exklusiv war. Captain Pinscher und Captain Short Fuse. Gibt's heute auch für Switch und so weiter. Deswegen, das ist es gar nicht mehr so. Frigid Frosty, Tama Trio. Oder auch Resident Evil. Oder auch Oddworld, ne? God of War, es müsste noch PlayStation exklusiv sein, keine Frage. Uncharted gibt's auch für den PC, glaube ich. Chief Cover. Lenore gibt's für alles. Ja, aber bin ich aber froh, dass sie es nicht so eng genommen haben. Trotzdem mussten die alles lizenzieren. Das muss ja alles hier drin stehen. Guck mal da. Activision, Blue 12, Mediatonic, Oddworld Inhabitants steht da. Sega. Und so weiter und so fort. Blunderjaw, Nidhogg. Das sind schon die Bosse, die wir bekämpften. Oh, guck mal, er macht ein Herz. Da stand noch ein Text. And that's it. Thank you for playing, haben sie nochmal hingeschrieben. So, die Xbox hat genug. War gar nicht klar, dass die ganzen Typen, die Gorillas, die Bosse, alle zu dem Alien gehören sollen. Wer hat denn das behauptet? Niemand! Das ist der Boss. Neue Galaxie entdeckt. Ab sofort kannst du den aufregenden letzten Kampf immer wieder nachstellen. Der war sehr gut gemacht, der letzte Kampf, um das mal für heute zu sagen. Aber nochmal spielen hätte ich gar nicht Lust.
Fehlen da vielleicht Puzzleteile? Gott sei Dank nicht. Die Déjà-vu-Dimension. 4 von 4 Puzzleteile. Ich kehre mal zurück. An die Absturzstelle. Und gebe mir die Puzzleteile noch ab. So, hier wird ein Schulhaus. Fehlt nur noch eins. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Welt von diesem Fiesling befreit. Aber es gibt immer noch viele verlorene Bots. Kannst du sie alle finden? So viele sind gar nicht mehr verloren. Mhm. Hier sind sie alle. Er dattelt direkt. Was sucht die? Ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part nochmal die ganzen Ebenen ab, wo wir hier und da noch mehr Bots gebraucht hätten, anno danomals. Dann haben wir vielleicht die 100% und den Zugang zu was auch immer noch kommt. Also mal schauen, was im nächsten Part passiert. Ah, ich müsste auch noch... Mir fehlen ja immer noch Kostüme und so. Ja, das müssen wir auch... Wie viele Münzen habe ich? Auch nicht so viele. Also gut, lasst uns im nächsten Part weiter erkunden und alles auspressen, die 100% suchen. Da freue ich mich drauf. Heute gab es einen Endbosskampf. Wenn euch gefallen, schreibt es in die Kommentare. Und Daumen hoch wäre geil. Also bis dann und ciao.